Hallo, willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Diesmal haben wir den Audi TRS, den neuen, der erst reingekommen ist, mit Serie 4. Und ja, jetzt werde ich das auch alles mal so ein bisschen abändern. Hat man bestimmt dann am Intro schon gesehen. Nachher gehen wir dann auch noch über die nach dem Rennen gehen wir noch über die Tuning-Option, was Bodykits angeht und so, falls denn was Spezielles dabei ist. Aber erstmal fahren wir jetzt das Rennen und ich habe überlegt, einen anderen Tunnel zu nehmen am Ende dann. Dein Ziel erreicht. Nehmen wir natürlich den aktuellen. So welche irgendwie Coupés oder so. Zwei. Natürlich fahre ich die Autos soweit eigentlich ungetuned, es sei denn, ich tune die vorher schon mit Bodykits und sowas auf, wie bei dem einen Brabus. Ja, aber sonst bleiben die eigentlich immer Serie. Aber hinterher komme ich nicht so ganz. Und da zieht der gleich an. Ne, das ist ein TTS. Wenn ich das nicht sehe. Scheiße.
Ja, da komme ich wirklich nicht hinterher. Wenigstens ein Treppchen. Obwohl die schon ganz schön nah am Kamm. Ah, wenigstens dritter. So, und da sind wir wieder im Tuning-Menü, wie ich gesagt habe schon. Und was ich bei dem Wagen komisch finde, man soll alles am besten nacheinander machen. Weil die Frontstoßstange verändert auch hinten was. Und dann hat man hier so komische, das glitscht da so komisch alles durch. Weil wenn man zuerst die Heckstoßstange macht, hat man keine mehr. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber sobald man alles hintereinander macht, Frontstoßstange, der Spoiler ist der hier. Das ist alles auf Audi Sport. Und die Heckstoßstange sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil das so ein bisschen glitscht. Aber sobald man das dann ändert, ist alles wieder korrekt. Dann gibt es noch die Seitenschweller, Audi Sport. Motorhaube, auch Audi Sport. Und den dann so in weiß oder sowas sieht bestimmt ganz gut aus. Dann noch die tiefste Einstellung machen wir mal. Und dann gucken wir uns den gleich mal in weiß an. So, und da ist er in weiß. Ja, ich habe noch die Felgen in schwarz geändert. Die Außenspiegel sind leider silber geblieben, weil man die nicht ändern kann. Aber das finde ich doch schon ein bisschen besser. Motor und so habe ich jetzt nichts geändert. Sagen, sehen wir uns gleich bei der Tunneldurchfahrt wieder. Bei einem anderen Tunnel. So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir bei dem Tunnel hier. Das ist ein bisschen weiter unten. Da sind mehrere hintereinander. Und da kommt man ein bisschen auf Geschwindigkeit. Deswegen habe ich den genommen und da fährt man nicht immer gegen die Wände. Also würde ich dann jetzt auch sagen, das war's dann von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.